Ein großzügiges Angebot. Ich werde dafür sorgen, dass es für Skatbin reicht. Es war mir ein Vergnügen, Sie endlich kennenzulernen, meine Fürstin. Warin verneigt sich. Vielleicht begegnen wir uns unter angenehmeren Umständen wieder. Nehmen Sie wohl, Talisa. Der Marschall nickt Ihnen zu und geht. Ja, Ruf an den Hof. Welches Level haben wir? Na, wir sind immer nicht Level ab. Auch gut. I'd be glad to. So, damit haben wir Ruf an den Hof. Kanzler Varin wartet in der Halle der Urkunden im Palast des Dux auf mich. Für Skatbin hat das Dekret des Grafen von Jenwald abgelehnt. Ketnua bleibt in meinem Besitz. Mich beschäftigt aber das Gefühl, dass für Skatbin noch nicht aufgeben wird. Ich muss wachsam bleiben. Ja, das mit dem Vergessenen haben wir noch. Und hier war noch was. Asche des Glaubens. Ja. Ich habe Fürger daran erinnert, dass Magran ihre Anhänger auf die Probe stellt und dass Weitwiss Vermächtnis eine solche Probe sei. Fürger schöpfte daraus Mut und war in der Lage, die heiligen Feuer wieder zu entfachen. Well met, friend. Ja, fragen wir jetzt nochmal. Das kennen wir schon. Zum ersten Mal wendet er dir seine uneingeschränkte Aufmerksamkeit zu und seine Augen flackern anerkennt. Natürlich, dieser Grundsatz gilt für die Allgemeinheit. Ausnahmen können für jene gemacht werden, die ihren Wert bereits unter Beweis gestellt haben. Er schaut zu seinem Regal hoch, zieht einen dicken Wälzer hervor und befreit ihn mit einer Hand von einer Staubschicht. Die Namensliste steht vorne, die Liste der Gefallenen hinten. Er gibt das Buch in Edeas ausgestreckte Hände. Edea blättert das Buch einige Zeit unruhig durch und fährt mit seinen dicken Bauernfingern Seite um Seite von Namen hinunter. Dann endlich stoppt seine Hand und seine Finger kommen unter einem Namen zur Ruhe. Woden Talesh died 18 Majavernhoek 2808, Third Battle of Cleobon Relock. Blazing Glanfather names, I swear. Wurden Telek gefallen am 8. Maiverno 2808. Dritte Schlacht von Kleabanrilak. Verdammte glanfatalischen Namen, ich schwöre, ich. Reet. Er hält kurz inne und seine Augen quellen etwas hervor. Sie suchen vor und zurück immer und immer wieder. Reet Ceres? I'll be the effigy. He fought for Reet Ceres. Why did he fight for Reet Ceres? Beim Bildnis, er hat für Reet Ceres gekämpft. Er starrt mit offenem Mund auf die Seite, bevor er dich plötzlich anschaut. Warum hat er für Reet Ceres gekämpft? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir es nicht herausfinden. Ich bin sicher, hat er einen guten Grund. Welche Rolle spielt das? Er war ein Verräter. Ich bin sicher, hat er einen guten Grund. Bin ich auch. Während er auf die Seite starrt, ist er kreidebleich geworden. Bin ich We auch. gotta go there. That battlefield. Clear. The one I said. I don't know how else I'm gonna make sense of all this. I gotta see what he saw. Ja, der wirft dir einen seltsamen Blick zu. Wir müssen da hingehen, zu diesem Schlachtfeld. Klee, das ich erwähnte. Ich weiß nicht, wie ich sonst noch etwas schlau, noch daraus schlau werden sollte. Ich muss sehen, was er Who knows? Maybe his spirit will even be there and you can have one of your weird talks with him. I mean, worth trying, right? Wer weiß, vielleicht ist sein Geist sogar immer noch da und du kannst eines deiner grusigen Gespräche mit ihm führen. Ist doch ein Versuch wert, oder? Würde ich so sagen, ja. Ich werde dir helfen, wo ich nur kann. Wir werden wahrscheinlich nichts finden. Verschwende nicht meine Zeit mit diesem Unsinn. Ich werde I helfen. appreciate that. I wish I could say you won't regret it, but you certainly might. Das weiß ich zu schätzen. Ich wünschte, sagen zu können, dass du das nicht bereuen wirst, aber das wirst du mit Sicherheit. So, das ist die Fragmente des zertrümmernden Glaubens. Edeas Bruder kämpfte für Reet Ceres und starb in einer Schlacht bei Cleobanrilak. Er möchte das Schlachtfeld sehen. Das wir noch nicht kennen, leider. Ich bin mir jetzt auch gerade nicht sicher. Ich glaube, das ist hier oben gewesen, nahe von Dürfurt. Kreckholt-Klippen und Weißmark sind halt da oben. Das machen wir aber viel, viel später. So, jetzt geben wir noch die Quest für. Also den Auftrag ab, den wir noch haben mit dem Vergessenen.
bei der Valianischen Botschaft. Vielleicht reicht das dann ja, dass wir Level up kriegen. So. Greetings. Du bringst gute Neuigkeiten, hoffe ich. Ich habe mich mit dem Vergessenen getroffen, doch es verlief nicht ganz so, wie du es geplant hattest. Ach, du konntest also nichts über ihre Schmuggelei in Erfahrung bringen? Ja, Erfahrung gehalten. Es lief gut, bis sie bemerkt, dass ich nicht Bakosis Vertreter bin. Ah, ich bin froh, dass du überlebt hast. Reibt sich das Kinn. Ich hatte gehofft, dass ich diese Angelegenheit mit Raffinesse bereinigen könnte. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Ich weiß nicht, was das für Folgen haben könnte. Aber das ist meine Sorge, nicht deine. Nimm diese Edelsteine als Lohn für deine Dienste. Wenn sonst nichts weiter ist, muss ich mich meinen Aufgaben widmen. Dann leb wohl. So, die Vergessenen abgeschlossen. 5 Smaragde. Geheimnis des Brunnens. 25% Erfahrung, Wickellaken, Kupferstücke im Schatz. Wenige Meilen nördlich von Flackertal liegt ein winziges Dorf namens Weißkranz. Es ist so klein, dass es auf den Karten und in Steuerlisten häufig nicht zu finden ist. Mit dem Rest des Dürrwalds hat es wenig Kontakt. Trotz seiner bescheidenen Größe hat das Dorf aber eine lange Geschichte, die über 300 Jahre zurückreicht. Damals diente es als glafatalisches Stammeslager. Aber bemerkenswert an Weißkratz ist wohl ein tiefer Brunnen, dessen oberer Rand aus equitaischem Adra gefertigt ist. Obwohl er keine religiöse Bedeutung für die Glafantaner hat, erkennt jeder, der den Brunnen sieht, dass er uralt sein muss. In den letzten Jahren berichteten die Dorfbewohner immer wieder von seltsamen Geräuschen, die aus dem Brunnen kommen. Einige beschreiben sie als tierisch, andere glauben, es wären Worte in einer fremden Sprache. Niemand hat es bisher gewagt, in den Brunnen zu steigen, und nun trauen die Dorfbewohner sich kaum mehr, mehr Wasser daraus zu holen. Obwohl die Gemeinde es sich kaum leisten kann, eine Belohnung zu bezahlen, hat sie die Fürsten der Umgebung um Hilfe gebeten. Dann schicken wir mal Palegina los. Ein Tag, 17 Stunden noch, bis das Ding fertig ist. Oh ja, Level up machen. Gut, 9 Punkte haben wir. Geht noch mal einer in Mechanik. Intensive Flammen. Plus 25 Schaden als Brand. Größeres Handauflegen. Unbelasteter Glaube. Brauchen wir nicht unbedingt seltsame Gnade. Schwert und der Hirte. Die Flammen der Hingabe des Paladins. Flammen der Hingabe, verbündete Einheiten, Ausdauer. Was sind die Flammen der Hingabe nochmal gewesen? Achso, das war Flamme der Hingabe. Also eigentlich mein Angriff. Das wäre was. Ich könnte jetzt aber auch endlich mal Wundpflege. Oder Feldlazarett machen.
Wobei Schwert der Hingabe eigentlich auch nicht schlecht ist. So. I'm here. Das heißt, wenn ich Flammen der Hingabe mache. Kriege ich auch Ausdauer? Wie kriege ich Ausdauer wieder oder kriegen die Verbündeten um mich? Das war Flammen der Hingabe. Nee, Kämpfergeist hat auflegen Reserven, Gesprächspartner. Schwert und Hirte, genau. Verbündete Einheiten im Wirkungsbereich. Ja, regenerieren bei allen Verbündeten Ausdauer, genau. Gut, Idea ist dran. Idea kriegt Überleben. Bonus Niederstrecken, schnelle Wiederherstellung. Oder Waffen können raufbolzen. Das wäre eigentlich so das Vernünftigste. So. Okay. I'm here. Dann verlassen wir diesen Ort mal. At once. And this gash here is from when I woke up with a wolf pack trying to eat me. There. Mauled by a bear 7 years ago. Oh yeah, look here. And here. Once the bull had me properly hooked on its horns, things got worse. Okay, jetzt machen Hivarias und Sagadi ein. Ich habe die schlimmere Narbe-Contest. Hivarias, und diese Schart hier kommt von dem Wolfsrudel, das mich im Schlaf fressen wollte. Da, von einem Bären angefallen worden, vor 7 Jahren. Und dann schau mal hier und hier. Als der Stier mich erstmal auf die Hörner genommen hatte, wurde es richtig schlimm. So, wir gehen nochmal in den Kupferweg zurück, weil da war auch noch etwas, was ich schnell machen wollte, bevor ich drauf vergesse. Und dann geht's endlich in die nach Dürfurt. Wenn wir in Dürfurt fertig sind, dann sollten wir uns endlich mal um Redrick kümmern. Kupferweg. Müssen wir nur hier runter, eigentlich. Cedric. Der rotgesichtige junge Mann nähert sich. Er scheint wütend zu sein und stottert beim Sprechen. Du hast meine Geliebte getötet. Das werde ich nicht ungesühnt lassen. Deine Geliebte, was redest du da? Das Gesicht dieses Mannes verdunkelt sich und er knurrt. Dado und ich wollten heiraten. Du wirst für deine Anmaßung bezahlen. Oh. Auch gut. Hi? Bist lustig, wie... Der Justiziar einfach vorbeiläuft, während ich hier Leute töte. Ready, got an arrow for this one.
That's not very helpful. Hey. Leave it to me. Okay.